Luca Conti, Gratulation zum Sieg. Sind es zwei gewonnene Punkte oder doch eher auch noch verlorene heute Abend? Ja, nach eineinhalb Drittel können wir schon meinen, dass das ein verlorener Punkt ist, den wir jetzt da lassen. Aber sonst eben, ich habe das Gefühl, aus dem müssen wir lernen. Wir müssen lernen, dass wenn wir 2-0 vorne sind, einfach so weiterspielen, wie wir bis dahin nicht den Gang zurückschalten. Und ja, was uns sicher ein bisschen weh tut, ist das Powerplay, wo wir Shorthand fressen. Und ja, und dann haben wir es zurückgelassen. Ich hatte auch gegen Ende des Spiels noch grosse Chancen gehabt, bei 5 gegen 3. Wieso hat es dort nicht geklappt? Ja, im Moment ist das Powerplay nicht die grösste Stärke von uns, muss man auch sagen. Ich habe das Gefühl, jetzt haben wir heute zwar 2 können machen und hoffentlich wird das wieder ein bisschen aufschwungen. Wir haben über lange Zeit sehr gut das Powerplay gespielt. Das Gefühl, im Moment ist ein bisschen der Wurm drin. Und eben im 5 gegen 3 muss man natürlich schon, wenn man durch ein paar von denen hat, muss man natürlich schon ein bisschen früher den Sack zumachen. Ihr seid mit drin im Kampf um den 6. Platz. Ihr habt jetzt in Lugano können gewinnen, heute hier in Ambri können gewinnen. Was nehme ich mit, abgesehen von den Punkten? Was hat gut funktioniert jetzt in den letzten 2 Matchen? Ja, es sind sicher viele Sachen gut funktioniert. Ich würde sagen, eben die ersten 1,5 Drittel. Und wie wir in Lugano gespielt haben, mit viel Tempo. Ich habe das Gefühl, wir machen Druck aufs Goal. Und es braucht natürlich auch ein bisschen Glück. Und es sind sowieso 2 schwierige Mannschaften, auch Ambri. Sie kommen immer und sie kämpfen. Und um da Punkte heimzunehmen, ist immer gut. Trotzdem nehmen wir an, sie gehen jetzt mit einer Portion Zuversicht in die nächsten Match, weil wir jetzt eben doch die 2 Siege einfahren können, nachdem das vorher ein bisschen geharzt hat. Ja, sicher. Ja. Ich würde schon sagen, jetzt gehen wir. Jetzt haben wir 2 Tage frei und dann nochmal Energie bündeln und dann in die nächste Woche und Gas geben. Alles Gute für den Schlusssport. Merci, Mann.